Hallo ihr Lieben, hier ist Alexa weiß alles, ich weiß nichts. Alexa, wie oft hat ein Mensch Stuhlgang? Hier ist eine Antwort, die ich von reference.com übersetzt habe. Laut Everyday Health variieren Zyklen für regelmäßige Stuhlgänge von Person zu Person. Eine Person kann erwarten, einen Stuhlgang so viele wie dreimal am Tag oder so wenige wie dreimal pro Woche zu haben und haben die Bewegungsfrequenz immer noch normal sein. Everyday Health erklärt, dass bei Stuhlgang mehr als eine isolierte Frequenznummer von Bedeutung ist. Watten sagt, dass einige Faktoren, die die Stuhlbewegungsfrequenz beeinflussen, das Alter, die Aktivitätsintensität und das, was er isst und trinkt, sind. Je mehr Zeit Fäkalien im Körper sitzt, desto fester wird es und desto schwieriger wird es zu passieren. Ah ja. Soweit dazu, Alexa weiß alles, ich weiß nichts. Alexa, tausend Dank. Gern geschehen. Ich wünsche dir einen wundervollen Mittwoch. Na bitte. Und ich wünsche euch, wo immer ihr seid, einen zauberhaften Tag. Kommt gut durch den Irrsinn. Salü Baba hier aus Berlin, auch deine Hauptstadt. Tschüss.